Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter von der Raiffeisenbank Weissenstein, liebe Kundinnen und Kunden, liebe Interessierte, herzlich willkommen. Leider nicht an einer physischen Generalversammlung, wie wir das für heute ursprünglich geplant hätten, sondern Corona-Massnahmen bedingen sie so am Bildschirm. Umso schöner, dass Sie zugeschaltet haben, dass Sie sich interessieren für das Ergebnis unserer schriftlichen Abstimmung und auch für unsere Bank im Allgemeinen. Wir hoffen erstens, Sie sind alle gesund. Und zweitens, dass wir uns bald wieder persönlich sehen, spätestens an der Generalversammlung 2022. Als wir vor einem Jahr die vielen Abstimmungszettel ausgezählt haben, dann schon von der schriftlichen Generalversammlung, da hätten wir uns noch nicht vorstellen können, dass wir auch ein Jahr später uns nicht persönlich begrüßen können, nicht miteinander anstoßen, reden oder sogar auch etwas miteinander essen. Jetzt ist es halt so und wir probieren das Beste daraus zu machen. In den nächsten knapp 30 Minuten werden wir Sie ganz modern online und aus erster Hand darüber informieren, wie eben das Ergebnis von dieser schriftlichen Abstimmung ausgefallen ist, was uns 2020 am meisten beschäftigt hat und über die Mitgliederaktionen und die Vorteile im schönen Bündnerland. Und ganz am Schluss gibt es dann auch noch eine spezielle Überraschung. Bleiben Sie also dran. Zuerst begrüsse ich jetzt aber bei mir den Verwaltungsratspräsident von der Raiffeisenbank Weissenstein, Silvio Bertini. Und der Vorsitzende der Bankleitung, Andreas Probst. Herzlich willkommen. Silvio Bertini, das Jahr 2020 ist pandemiebedingt sicher auch für den Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Weissenstein kein einfaches gewesen. Hat es dir schlaflose Nächte bereitet? Nein, schlaflose Nächte hat mir das nicht bereitet. Es hat sicher von einem Tag auf den anderen hat es organisatorische Massnahmen gebraucht. Sicher als erstes die physischen Sitzungen des Verwaltungsrats, die haben nicht mehr stattgefunden. Das ist alles auf digital umgestellt worden. Wir haben uns eigentlich in diesem Gremium bis heute nicht mehr gesehen. Weiter, was sicher schwerwiegender war, wir haben unsere 7 Geschäftsstellen überdenken. Zum Schutz unserer Kundinnen und Kunden und auch unserer Mitarbeitenden haben wir uns entschlossen, vorübergehend 4 Geschäftsstellen, nämlich die 4 kleineren, zu schließen. Sonst ist aber alles gut über die Bühne gegangen, auf strategischer Ebene. Sonst ist eigentlich alles tipptopp. Reibungslos über die Bühne, also unsere Bankleitung mit ihren Mitarbeitenden hat das hervorragend organisiert. Auch auf schweizerischer Ebene ist die Raiffeisenbank jetzt im Umbruch. Du bist letztes Jahr als Raiffeisenrat gewählt worden und auch Präsident worden vom Regionalverband. Was sind Themen, die euch dort beschäftigen? Ja, vor circa einem Jahr hat man den Raiffeisenbankrat ins Leben gerufen. Das ist ein eigenes Gremium von den 21 verschiedenen Regionen der Schweiz. Dort ist man vor allem Sparringpartner, Erfahrungs- und Meinungsaustausch untereinander, aber auch mehrmals im Jahr mit dem Verwaltungsrat von Raiffeisenschweiz. Man hat ja dann vermehrt verlangt, dass die Raiffeisenbanken mitreden auf schweizerischer Ebene. Hat das umgesetzt werden? Ja, das konnte umgesetzt werden. Man ist dort auf guten Wegen. Das ist ein gutes Gefäß auf strategischer Hinsicht, dass die Eigner, sprich die über 200 Raiffeisenbanken, ein Gefäß haben, wo sie mitreden können, wo sie Delegierte haben, quasi in diesem Raiffeisenbankrat, der direkt eben mit dem Verwaltungsrat von Raiffeisenschweiz Kontakt haben kann. Und Themen im Regionalverband? Ja, auch dort. Es ist gerade beides miteinander gekommen, auch vor einem Jahr. Der gesamte Vorstand ist neu gewählt worden. Ich durfte dort das Präsidium übernehmen. Und dort geht es darum, die 13 regionalen Raiffeisenbanken, ja, was die gut zusammenarbeiten können. Wir haben auch dort strategisch wie operativ auf Stufe Verwaltungsratspräsidenten oder Bankleitungen einen engen Austausch. Klar, auch in diesem Jahr aufgrund der Pandemie hat das weniger stattgefunden, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das nächstens wieder intensiver starten können. Merci vielmals, Silvio Bertini, und weiterhin alles Gute in deinen verschiedenen Funktionen. Merci vielmals. Caras spectaturas, caras spectaturs, buonasera.
So oder ähnlich tönt es, wenn Sie ins Bündner Oberland reisen, ins Engadin, ins Valmy-Steyr oder vielleicht auch auf Savonin. 937 Gipfel, 150 Täler, 615 Seen und 3 Sprachen. Das ist das Bündnerland in Zahlen. Und der flächenmässig grösste Kanton der Schweiz bietet Ihnen natürlich auch eine riesige Vielfalt, wenn es darum geht, im Bündnerland Ferien zu machen. Dieses Jahr reisen Sie als Raiffeisenbank-Mitglied nicht nur günstiger in die schöne Region. Raiffeisen bietet Ihnen auch viel weitere Vorteile und Vergünstigungen. Als Heimwehbündnerin finde ich das natürlich eine super Idee. Aber schauen Sie doch gerade selber. Graubünden ist immer eine Reise wert. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Andreas Probst, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Weissenstein. 2020 war sicher auch für euch ein Spezielles auf der operativen Ebene. Was hat euch am meisten beschäftigt? Ich denke, wir als Vorsitzender der Bankleitung haben vor allem zwei Themen beschäftigt. Das eine war die Kurzfristigkeit an dem Ganzen und das zweite war die Unsicherheit. Wenn man das anschaut, für Unsicherheit hat, wie wir alle, haben wir nicht gewusst, wo das hergeht. Wir mussten quasi Monat für Monat, zum Teil Woche für Woche müssen planen. Wir mussten Sachen einplanen, die wir noch nie hatten, wie zum Beispiel Reserveteams für am Schalter. Der Auftrag war, wir müssen einen operativen Bankbetrieb aufrechterhalten. Wenn wir noch nicht mehr eine Infektion hätten, hätten wir ein anderes Team implementieren müssen. Und Kurzfristigkeit, wie ihr auch erlebt habt, zum Teil sind am Freitag Entscheidungen getroffen worden, die man am Montag umsetzen musste. Das hat bei uns zum Beispiel das Thema Schalter betroffen, wo plötzlich Zugangsbeschränkungen waren, wo man nicht mehr so viele Leute reinlassen konnte. Aber mit dem haben wir gelebt und das war sicher herausfordernd. Und gleich, wenn man das Jahresergebnis 2020 anschaut, das hat am Schluss Freude gemacht. Wie lässt sich das erklären? Das ist so. Es war ein sehr erfolgreiches Jahr. Man muss ein bisschen die Aspekte daraus sehen, wenn ich das kurz besprechen darf. Die Erträge sind leicht gestiegen, 95'000 Franken. Auf der anderen Seite haben wir die Kosten massiv können reduzieren, natürlich pandemiebedingt. Wir konnten gewisse Kosten nicht ausgeben. Wenn wir den Ertrag im Detail anschauen, sieht man, dass wir aus dem Zinsengeschäft, das war leicht rückläufig. Wir haben rund etwa 1 Million Aktivzinsen verloren aufgrund von verfallenden Festhypotheken. Wo wir sehr gut gearbeitet haben, ist im Bereich des Kommissions- und Dienstleistungsertrags. Wir haben neue Depotkunden gewinnen können, Transaktionsvolumen haben zugenommen und darum haben wir dort auch zulegen bei den Erträgen. Wo man es dann wiederum gemerkt hat, auch wieder ein bisschen pandemiebedingt natürlich, ist im Handelsgeschäft. Dort haben wir einen Rücklauf gehabt, insbesondere aufgrund der Fremdwährungen. Die Leute sind nicht mehr gereist, die Unternehmen haben zum Teil nicht mehr handeln mit dem Ausland und das haben wir im Handelsgeschäft gemerkt. Wenn wir auf der anderen Seite die Kostenseite anschauen, wie gesagt, das ist ein bisschen unfreiwillig, dass wir die Kosten nicht ausgeben konnten. Beim Personalaufwand hatten wir eine Senkung gehabt, insbesondere weil wir die Leute nicht mehr an Kurse schicken oder an Weiterbildungen schicken. Und beim Sachaufwand sieht man gut, dass der Werbeaufwand reduziert war. Wir konnten gewisse Kundenveranstaltungen nicht durchführen und natürlich auch die GV, die ausgefallen ist, hat auch zu dem geführt, dass die Kosten reduziert waren. So hat das eigentlich noch den Geschäftserfolg von bloß 500'000 Franken gegenüber dem Vorjahr gegeben. Du hast es gerade gesagt, viele Veranstaltungen haben nicht durchgeführt werden. Trotzdem sind wir im Bereich des lokalen Sponsoring eigentlich sehr aktiv gewesen. Was war dort so das wichtigste Projekt gewesen? Ja, so viel haben wir am Schluss nicht machen können, natürlich wegen der Pandemie. Das grösste Projekt, das wir sicher hatten, war das Raiffeisen Limited Edition im Matthias-Holz-Areal.
Dort haben wir zusammen mit der Raiffeisenbank Wasser am Buchsee und unter Jemmen das Festival im Prinzip mitgesponsert. Das ist über 3 Monate gegangen während der Sommermonate, wo bekannte Sänger und Künstler schöne Konzerte übergeben haben. Wir konnten Kino oben begutachten, wir konnten Fußballspiele schauen und vieles mehr. Dort haben wir auch sehr positive Feedbacks seitens Besucher und Kunden. Ja, wir mussten natürlich immer schauen, dass das Corona-bedingt die Massnahmen umgesetzt werden können. Das haben die Organisatoren sehr gut gemacht. Und aus diesem Grund haben die 3 Raiffeisenbanken auch entschieden, dass wir im 2021 und fortfolgenden Jahr das Raiffeisen Limited Edition weiter unterstützen wollen. Und so hoffen wir, dass das dieses Jahr stattfinden kann und möglichst viele Besucher können die Konzerte übergeniessen. Sehr gut. Und du hast es vorher auch gesagt, die beiden Generalversammlungen konnten nicht physisch durchgeführt werden. Man konnte nicht ein Essen organisieren. Da sind sicher Kosten eingespart worden. Was habt ihr mit denen vor? Ja, für 2021, das werde ich noch etwas verdeckt behalten. Da kommen wir später noch drauf, wenn wir die Kosten investieren wollen. Wir haben verschiedene Projekte, lokale Projekte in der Region unterstützt. Das war im Bereich Kultur und Sport. So haben wir die eingesparten Kosten reinvestieren. Und wir haben für das ein kleines Film gedreht, das wir die 4 grössten Projekte vorstellen. Von dem her könnten wir das zusammen jetzt anschauen. Mein Name ist Andrea Schlumpf und ich bin Direktorin des neuen Hotel Weissenstein. Velofahrer sind eine wichtige Zielgruppe hier bei uns auf dem Berg. Und wir wollten gerne diesen Bedürfnissen nachgehen und einen Bike-Unterstand inklusive Ladestation, einer Veloreparaturstation bei uns am Haus zur Verfügung stellen. Dank dem grosszügigen Sponsoringbeitrag von der Raiffeisenbank wird der Bike-Unterstand schon bald Realität. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und danken der Raiffeisenbank nochmal ganz herzlich für das Engagement. Mein Name ist Markus Dietschi, ich stehe hier vor dem Turm Kraftort Wald, bei uns in der Witte, in Altreu. Der Kraftort Waldturm ist im 18. an der HESO gestanden, dann Bestandteil von einer Sonderschau. Man hat von diesem wunderbaren Turm einen super Ausblick Richtung Aare, Naturreservat Inseli mit einer Lagune. Man sieht auch Richtung Norden Landwirtschafts- und Schutzzone, Weite-Schutzzone und eben auch auf den Jurabogen. Ohne grosszügige Unterstützung wie von der Raiffeisenbank Weissenstein wäre so ein Projekt nicht realisierbar. Aus diesem Grund ein riesengroßes Merci für die grosszügige Unterstützung der Raiffeisenbank. Ihr seid alle herzlich eingeladen, diesen Turm zu besuchen, selber zu schauen. Er ist immer offen, 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag. Merci vielmals. Alljährlich findet an der Herbstmesse HESO eine Sonderschau statt. Leider hat die im 2020 abgesagt werden aufgrund von Corona. Das Thema der Sonderschau war 2000 Jahre Stadt Solothurn mit dem Motto «Solothurn zeigt Flagge». Man hat sich entschieden, 29 grosse Wappenboxen zu gestalten und die an verschiedenen Orten in der Stadt zu platzieren. Wir aus der Raiffeisenbank haben das sehr eine tolle und innovative Idee gefunden und haben uns entschieden, so eine Wappenbox mitzusponsern. Wir haben eine sehr prominente Lage bekommen am Ausgang vom Park in Basutor und tolle Feedback seitens Kundschaft. Zwischenzeitlich kann man die Wappenbox bei uns in der Schalterhalle in Solothurn begutachten. Mein Name ist Luca Rauber, ich bin der Betriebsleiter der Skilift Grenchenberg AG. Ich möchte mich bei der Raiffeisenbank herzlich bedanken für einen namhaften Beitrag. Dank der Raiffeisenbank können wir jetzt auf dem Grenchenberg wieder den jungen Leuten Skifahren zeigen und beibringen. Silvio Bertini, wir können heute Abend zwar nicht die Hand heben oder Fragen stellen, trotzdem haben wir schriftlich über das Jahresergebnis, über die Höhe der Verzinsung der Genossenschaftsanteilschein und über die Entlastung der Organe abgestimmt. Gestern ist ausgezählt worden. Wie sehen die Abstimmungsresultate aus? Ja, das sieht sehr gut aus. Die Crew im Stimmbüro, die hat sich grosse Mühe gegeben. Sie auch eine grosse Aufgabe bewältigen. Es sind über 700 zusätzliche Stimmgouverne eingegangen gegenüber im Vorjahr. Also wir haben gegen 4'200 Stimmen bekommen. Die Ergebnisse sehen sehr gut aus. An dieser Stelle möchte ich mich eigentlich für den grossen Zuspruch gegenüber uns als Bank recht herzlich bedanken. Es zeigt doch, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass ihr uns das Vertrauen schenkt. Also an dieser Stelle besten Dank. Es ist ein grosser Vertrauensbeweis, wie wir arbeiten.
Ja, merci vielmals allen Mitgliedern, die abgestimmt haben. Bleiben Sie dran, es kommt noch eine Überraschung zum Schluss. Nicht nur Raiffeisen Schweiz hat Vorteile für seine Mitglieder, sondern auch die Raiffeisenbank Weissenstein. Ich begrüße bei mir ganz herzlich den Patrick Heiniger, den Leiter Kundenberatung bei der Raiffeisenbank Weissenstein. Patrick, du weißt ja schon, jetzt musst du mit etwas aufwarten, das mindestens so attraktiv ist wie Ferien im Bündnerland. Danke, Anita. Du machst es nicht einfach. Ist doch das Graubünden sehr attraktiv. Aber was auch wieder mal attraktiv wäre, wären Zinsen auf den Sparkapitalien. Aktuell gibt es ja nicht so viel Zins auf dem Konto. Aber da haben wir selbstverständlich die perfekte Alternative. Wir haben verschiedene Anlagefonds im Angebot. Das seht ihr jetzt auch auf der Folie. Wir haben Anlagefonds, die haben in den letzten 10 Jahren 8% Rendite pro Jahr erwirtschaftet. Und das nenne ich einen sehr schönen Zins. Und genau aus diesem Grund sind die Fonds auch aktuell sehr lukrativ. Aber was noch lukrativer ist, ist unsere Mitgliederaktion. Das heisst, sämtliche Mitglieder, die sich entscheiden, bis Ende Juni einen Anlagefonds zu zeichnen, denen schenken wir Kaufkosten. Das heisst, ihr könnt von mehr Renditen profitieren mit Anlagefonds und das sogar noch gratis. Also Anita, ich denke, das ist mindestens so attraktiv wie das Bündnerland. Und wer weiß, vielleicht kann man sogar die nächsten Ferien gerade mit diesem Fonds zahlen. Das klingt tatsächlich nicht schlecht, Patrick. Wie komme ich jetzt aber als Raiffeisen-Mitglied ganz konkret zu einem solchen Fonds? Das ist ganz einfach. Geschätzte Mitglieder, die machen bei uns einen Termin, kommen bei uns vorbei und lassen sich beraten. Wir haben verschiedene Strategien, die perfekt auf euch zugeschnitten sind. Das seht ihr jetzt auch auf der Folie. Wir haben links unten eine Strategie mit wenig Aktien und wenig Risiko und ganz rechts oben mit viel Aktien und mehr Risiko. Aber wichtig ist, dass wir im individuellen Gespräch zusammen erarbeiten, welche Strategie als genau auf euch zugestimmt ist. Weil so können wir auch sicherstellen, dass ihr das richtige Produkt bekommt. Unsere Berater und ich, wir freuen uns auf interessante Gespräche mit euch und dass wir euch unterstützen dürfen im Thema Anlagen. So möchten wir euch auch den Weg für die Anlagenwelt freimachen. Merci vielmals, Patrick Heiniger, Leiter der Kundenberatung der Raiffeisenbank Weissenstein. Danke auch. Das klingt tatsächlich spannend, Andreas Probst. Da ist uns jetzt aber jemand abhanden gekommen. Da kommt er. Unser Verwaltungsratspräsident mit einem Velo, mit einem E-Bike. Was bedeutet das? Das ist jetzt die Überraschung, die ich nicht gesagt habe, die wir für das 2021 geplant haben. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, was wir im 2021 für die eingesparten Generalversammlungskosten machen können. Im letzten Jahr haben wir etwas für die Allgemeinheit gemacht. Dieses Jahr haben wir uns überlegt, wir wollen etwas für die Mitglieder machen. Wir haben 17'000 Mitglieder, haben dann überlegt, wenn wir jedem 20 Nötchen schicken oder 50 Franken schicken, würde das eigentlich die GV-Kosten um ein Vielfaches sprengen. Darum haben wir überlegt, wir machen für einzelne Mitglieder etwas und haben uns mit den Produzenten zusammengesetzt, damit wir ein exklusives Raiffeisen-E-Bike gestalten können. Und von denen werden wir gerne 25 Stück an unsere Mitglieder verlosen. Es gibt also eine Verlosung, das heisst, wie kann man sich registrieren? Man kann sich registrieren auf unserer Homepage, dort gibt es einen Link. Da können sich sämtliche Mitglieder, die per Stand heute einen Genossenschaftsanteilschein haben, können sich dort registrieren bis Ende Mai. Und dann würden wir die Verlosung im Juni machen und Gewinner schriftlich informieren. Jetzt sehe ich hier ein grünes Velo. Das ist nicht wirklich die Raiffeisenfarbe, oder? Das ist so. Wir werden wirklich ein exklusives Bike bekommen. Das ist im Moment der Prototyp, der hier ist. Das Velo gibt es auf dem Markt in der Schweiz noch nicht so. Das kommt im Herbst auf den Markt. Und darum wird das wirklich ein rotes Velo in unserer Farbe mit dem Schriftzug von Raiffeisen Weissenstein. Darum wird das eine sehr exklusive Sache geben. Und bis wann sind die Velo bereit und ist eine Übergabe geplant? Genau. Die Velos sollten uns Ende August geliefert werden. Das ist natürlich ein bisschen die grosse Herausforderung in diesem Jahr, weil die E-Bikes die sind ausverkauft. Die ist jetzt nie mehr etwas gegeben. Aber wir haben auch keinen Produzenten gefunden, der uns Ende August die liefern sollte. Und dann würden wir eine Übergabe machen und gleichzeitig auch eine Schulung, damit auch die Sicherheit gewährt ist für die neuen E-Bike-Velofahrerbesitzer.
Genau, das ist auch ein grosses Thema. Sie sehen also, es lohnt sich. Registrieren Sie sich, machen Sie mit. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Silvio Bertini, Verwaltungsratspräsident der Raiffeisenbank Weissenstein, du hast fast das Schlusswort. Merci, Anita. Geschätzte Zuhörer, ich möchte mich recht herzlich bedanken. Und zwar, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, hier an dieser Videobotschaft teilzunehmen. Ich möchte auch den Mitarbeitenden danken, der gesamten Bankleitung unter dem Vorsitz von Andreas Probst, dann meine Kolleginnen und Kollegen vom Verwaltungsrat und selbstverständlich ein grosses Merci der ganzen Crew, die heute den Tag respektive die Videobotschaft ermöglicht hat. Besten Dank. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt, zuzuschalten, so wie es sich auch lohnt, Genossenschafterin oder Genossenschafter bei der Raiffeisenbank zu sein. Danke, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Wenden Sie sich an unsere Mitarbeitenden, wenn Sie Fragen haben. Wir werden Sie auch online über Angebot und Vorteile auf dem Laufenden halten. Herzlichen Dank auch am Verwaltungsratspräsidenten der Raiffeisenbank Weissenstein, Silvio Bertini, und dem Vorsitzenden der Bankleitung, Andreas Probst, dass ihr meine Fragen so bereitwillig beantwortet habt. Bleiben Sie gesund, heben Sie Sorge. Wir freuen uns sehr, wenn wir uns persönlich wieder begrüßen können, spätestens am 20. Mai 2022, wenn unsere Generalversammlung eben nächstes Jahr hoffentlich wieder physisch stattfinden kann. Buonasera.